Heute sprechen wir wieder über ein paar Budget-Decks, die ihr für so ungefähr 50 Euro bauen könnt. Denn wir kriegen ja jetzt bald ein neues Set. Da kommen Supportkarten für einige Deckthemen raus, über die wir heute auch sprechen werden. Es sind zwei Decks im heutigen Video, die Support bekommen, die wirklich Budget sind und dann wirklich auch noch besser spielbar sind, als sie aktuell spielbar sind. Aber ich möchte kurz noch mal ein paar andere Decks erwähnen, die wirklich nicht teuer sind oder mit ein paar Veränderungen wirklich sehr budgetfreundlich sind und wir wirklich spielen können. Wir fangen mit dem ersten Deck an. Und das ist ein Deck, was die meisten wahrscheinlich ein bisschen aufregen wird, weil das Deck schon so lange irgendwo gespielt wird. Und das ist einmal das Deck Despia. Mit den ganzen Branded-Karten und der Branded-Fusion. Jetzt denkt ihr euch alle, ja, okay, Lobelia kostet halt mehr als 50 Euro. Oder ungefähr so 50 Euro. Ja, aber wir können ja auch das klassische Despia spielen, ohne die ganzen Sachen. Das heißt, wir spielen wirklich Super Poly, wir gehen auf die normale Poly zurück, wir spielen wieder Edgeimp. Also wirklich das klassische Despia. Ich zeige euch hier kurz einmal eine Deckliste, die könnte einmal so aussehen. Und diese Deckliste, glaubt mir, die kostet fast gar nichts. Ich glaube, die kostet nicht mal 30 Euro. Ich weiß gar nicht, wie teuer der Aluba mittlerweile ist, wahrscheinlich 5, 6 Euro. Ich habe gesehen, dass im OTS 22 sogar Branded in Red Reaper bekommt. Ich weiß nicht, wie so ein Opening aussieht. Vielleicht kostet die immer noch, weiß ich, 10 Euro oder so. Dann kostet das Deck vielleicht halt 40 Euro. Aber das Deck selber, das kostet wirklich halt nichts. Und das Deck selber ist trotzdem noch richtig stark, denn wir haben viele gute Karten drin. Branded Fusion ist eine gute Karte. Mirror Jade ist immer noch eine unglaublich gute Karte, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen. Und ihr habt die Möglichkeit, dieses Deck relativ simpel abzugraden, indem ihr halt ein paar Euros investiert. Um halt vielleicht andere Karten oder Decks zu integrieren, wie halt die Bestials oder andere Karten. Ich glaube, dass das für Einsteiger ein super gutes Deck ist, um halt wirklich anzufangen mit einem Deck, was nicht super kompliziert ist, sehr, sehr budgetfreundlich ist und wirklich auch gewinnen kann. Denn das ist meiner Meinung nach ein solides Deck. Mit dem nächsten Deck gehen wir mal so ein bisschen mehr in die Richtung der Decks rein, die wir jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr im Meta sehen werden. Vielleicht nicht Tier 1 oder Tier 2, aber vielleicht zum Tier 3, dass sie mal auftauchen. Und das ist einmal Unchained. Unchained bekommt Support, habe ich im Video schon ganz kurz darüber gesprochen. Der Support ist wirklich ziemlich gut. Die meisten von den Unchained-Karten kosten auch nicht mehr viel Geld. Die Besucherkarte, der ist auch super verfügbar. Die haben viele Commons logischerweise. Die Deck-Monster, die kosten ein paar Euro, aber ich glaube nicht, dass das Deck mehr als 50 Euro kostet. Ich kann euch mal ganz einmal zeigen, wie so ein Deckliste aussehen könnte. Das ist einmal das hier. Ihr könnt jetzt ja meinetwegen, wenn ihr nicht so viel Geld habt oder nicht so viel ausgeben möchtet, die Tactics hier rausnehmen. Dann kostet das Deck halt nochmal ein bisschen weniger. Das Deck ist wirklich legit gut. Der neue Support ist auch ziemlich gut, also wirklich solide. Wenn ihr nicht wisst, wie Unchained funktioniert, hier das kleine TLDR. Die Karten haben fast alle Effekte, wenn die zerstört werden, durch einen Karteneffekt. Sowohl die Fallen als auch die Monster. Die meisten kleinen. Die kleinen können wir specialen und die großen können sich specialen, wenn was zerstört wird in der Regel. Die Fallenkarten speziell beschwören alle einen Chain-Monster aus dem Deck. Und die großen Unchained-Monster haben die Fähigkeit, also die Link-Monster, das Training 2, das Training 3er, ein gegnerisches Monster zu wählen und mit dem zu linken. Und Abomination ist eine gute Karte, weil die zerstört quasi verschiedene Karten auf dem Feld. Das ist wirklich ein sehr solides Deck. Hätte ich nicht gedacht, dass der neue Support wirklich so gut ist, aber ich habe das Deck ein bisschen in Action gesehen. Es ist wirklich gut. Jetzt hier in dem Deckbild, da sind ein paar Choices getroffen worden, mit denen ich nicht ganz so einverstanden bin. Aber trotzdem ist das ein Deck, was ich wirklich considern würde, wenn ich nicht so viel Budget habe, zu spielen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich besser als das Despia-Deck gerade, aber ähnlich teuer. Falls ihr mehr meine Budget-Deck sehen wollt, lasst mir gerne für das Video ein Like da. Dann mache ich sowas für euch auch wirklich häufiger, weil es ist halt wirklich ein cooles Format, wo ihr Decks finden könnt, die vielleicht nicht so teuer sind und ich was habe, worüber ich reden kann. Weiter geht's mit dem nächsten Deck. Und das nächste Deck ist eigentlich klar, dass das ein Budget-Deck ist, weil das hat ein Structure-Deck bekommen und wir bekommen Support für das Deckthema, die jetzt in der Deckliste nicht mal drin ist. Aber ich glaube gar nicht, dass man die unbedingt drei spielen muss, vielleicht einmal. Und das ist einmal Darkworld. Darkworld ist ein Deck, was mit dem Structure Deck besser geworden ist. Es ist ein Deck, was an Droll verliert. Also Droll ist halt der Ende von einem Turn. Das Ende für euren Turn. Ist also eine Karte, die halt Aua sagt. Aber dieses Deck hat Monster, die, wenn die durch einen Effekt discarded werden, also auf dem Feld fliegen, wird von Hand, also abgeworfen, dann triggern die Effekte. Und die meisten von diesen Karten sind nicht once per turn. Also könnt ihr euch euer ganzes Deck cyclen. Ungefähr so könnte einmal eine Deckliste aussehen. Ich weiß, die ist auch nicht perfekt, da sind ein paar Dangers drin. Das Exodeck sieht in manchen Teilen auch relativ teuer aus. Ich weiß gar nicht, wie teuer die Abluse aktuell ist, wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Die IP geht auch nicht mehr so viel. Es ist ein Deck, was, wenn es kommen und kann, extrem gut ist.
Wenn es nicht kommen kann, dann ist es halt scheiße. Aber das ist halt bei vielen Decks so. Und das Deck kostet wirklich auch nicht viel. Ich glaube, dass die Decks, die wir heute haben, wirklich relativ ähnlich sind in dem, wie stark die ungefähr sind. Machen wir weiter mit dem nächsten Deck. Und das ist ein Deck, was auch ein Structure-Deck bekommen hat. Und das ist einmal Trap Tricks. Ein Deck, was sich um diese Karte hier dreht, die so klingt, als wäre sie nicht von Konami gemacht, sondern von irgendeinem User. Aber Sarah ist eine wirklich gute Karte. Und dies hier Dreh- und Angelpunkt dieses Decks, als ihr wissen müsst, Trap Tricks Monster auf dem Extra Deck sind unberührt von Fallenkarten und die Main Deck Monster sind unberührt von Trap Hole Fallenkarten. Das ist fürs Mirror Match übrigens sehr wichtig, nur kurz für euch. Das Deck wirklich ist ja nicht teuer. Ihr könnt manche Karten spielen, jetzt hier in dem Deck zum Beispiel, in der Deckliste, ist jetzt Prosperity drin. Ihr könnt die Karte spielen, die ist auch nicht schlecht, aber ihr braucht die nicht. Es gibt Sachen, die man supplementär spielen kann, die einen ähnlichen Job erfüllt, nicht den gleichen logischerweise, aber einen ähnlichen und ein paar Sachen, die man also anders machen kann. Ich habe zum Beispiel eine Variante gebaut mit Morganite, das ist eine normale Zauberkarte, die sagt, extra Normal sammeln, jede Runde zwei Karten ziehen. Ist eine ganz gute Karte und ich glaube für das, was der Deck kostet, ist das wirklich super einfach einzusteigen mit dem Deck und das ist wirklich, wenn es First geht, echt ein gutes Deck. Wenn es Second geht, ist das halt wirklich nicht so gut. Und das ist ein bisschen das Problem von Traplix selber, dass es halt Second nicht so viel machen kann, weil es halt in Ehren ein Fallendeck ist. Und Fallendecks haben halt das Problem, dass die halt Second nie so viel tun. Ich glaube, man könnte wirklich halt ein paar Sachen rausnehmen aus der Engine, also von den Fallenkarten zum Beispiel, also von den Fallenkarten, die wir nicht aktivieren können in der gegnerischen Runde. Um das vielleicht ein bisschen zu relativieren, müsste man sich aber noch ein bisschen genauer beschäftigen, wie gut das wirklich wäre. Das letzte Budget-Deck, wie angekündigt, ist ein Deck, was neuen Support bekommen hat in dem neuen Set, was jetzt bald kommt. Und das ist einmal Alter Geist. Ein Deck, das sich um diese Karte hier dreht, nämlich Alter Geist Multifaker. Eine unglaublich gute Karte. Der neue Support, sage ich euch ganz ehrlich, ist ziemlich gut, aber nicht für das alte Alter Geist. Das heißt, das alte Alter Geist war im Endeffekt Silk Control, ihr habt Silk Control beschworen, die Karte hier. Habt auf der gesessen und dann irgendwann Multifaker beschworen, die auf die Hand gegeben, eine Karte vom Gegner gebounced, habt mit Protokoll was negiert und habt dann ganz langsam Vorteil generiert und dann halt mit Hexia ein bisschen Damage gemacht. Das neue Alter Geist ist ein bisschen wie das, ich nenne das mal alte Salamangre Raid. Das heißt, ihr habt halt ein paar kleine Kombos, die euch zu ein paar Linkmonstern führen, die euch Karten aus eurem Deck enden können. Ist nicht wie Salamangre Raid, aber das macht das Deck. Und ihr kriegt dadurch halt ein paar Kartenvorteile und kriegt ein paar Monster aus Feld, die so ein bisschen was interrupten können. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das Deck inhärent ist als Combo-Deck, aber Alter Geist selber kann man ja trotzdem relativ kontrolllastig bauen mit ein paar von den neuen Karten. Denn ihr hattet vorher das Problem, dass ihr halt Marionette und Medicic geschartet seid. Ja, und welche Normen ihr davon? Je nachdem, was der Gegner für eine Handkarte hat, verliert ihr halt gegen das eine oder gegen das andere. Ich finde das eine sehr coole Lösung. Hier, so kann ungefähr die Deckliste aussehen. Wie gesagt, die Deckliste selber würde ich jetzt, glaube ich, nicht so spielen. Aber ich finde die von der Budget-Prämisse her ziemlich gut, denn die kostet wirklich gar nichts. Hier fehlen natürlich die Imperms, vielleicht Evenies, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube schon, dass man mit dem Deck viel machen kann. In die Combo-Richtung rein, viel in die Control-Richtung rein. Ich glaube, das ist ein sehr cooles Deck für sehr viele Leute, die nicht so viel investieren möchten. Und mal ein Deck spielen möchten, was ein bisschen anders funktioniert, wie aktuell viele Decks funktionieren. Nämlich dieses mit Ich mach die Kombo. Denn manchmal werde ich mit der Karte einfach eine Sache normeln, zwei Karten setzen und drei Karten in Hand behalten. Zwei Karten in Hand behalten, ich kann nicht zählen. Und zwei Karten in Hand behalten, die dann meinetwegen Faker sind. Oder halt das neue Ding, was ihr irgendwie Möglichkeit habt, was zu machen. Ich glaube das schon, dass es für viele mal eine Herausforderung ist, ein anderes Deck zu spielen. Ich finde das cool. Wenn ihr noch weitere Decks habt, die nicht viel kosten, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, bis dann mal rein. Ciao, Leute.